Ich mach jetzt auf heftige Business, Mann. Digga. Pass auf. Echte Ray-Ban, echte Lederhüllchen, Digga. Immer Drohne mit dabei. Weil auch teuer. Was geht ab, meine Freunde? Und welcome back aus dem Paradies. Ja, ich befinde mich gerade in Spanien. Ihr seht diesen Ausblick, der ist wirklich traumhaft. Ein traumhafter Platz, um eigentlich Urlaub zu machen. Doch tatsächlich bin ich dieses Mal nicht hier, um Urlaub zu machen. Wie ihr es in den letzten Videos natürlich schon kennt, sicherlich, die sind unten alle verlinkt in der Beschreibung. Der Cheat Day, die Donut Challenge, das Ganze, was ich hier erlebt habe schon, war Urlaub. Aber diese Woche bin ich nicht hier im Urlaub. Ich bin seit jetzt 6 Tage hier mit Eugen, der hinter der Kamera ist, Modern Shape auf Instagram auf jeden Fall abchecken, der mich hier tatkräftig unterstützt auf mehreren Projekten. Und zwar wurden wir hier engagiert, um unter anderem Real Estate Video abzufilmen, das heißt für die Anlage hier Aufnahmen zu machen. Also wirklich, da kommen separate Videos auf Epic Elevate auf dem Channel, falls ihr noch nicht wisst. Ich habe einen Zweitkanal gegründet, der sich rund um Foto und die Videografie dreht. Da werde ich alle meine, möglichst, wenn es möglich ist, vom Kunden erlaubt ist, Aufträge, also Video-Food-Aufträge veröffentlichen und ein bisschen natürlich in die Thematik Fotovideografie eingehen und vielleicht auch ein bisschen ins Unternehmerische. Nichtsdestotrotz kam jetzt die letzten Tage des Öfteren die Frage auf: Tapia, viel Spaß im Urlaub, erholt euch. Ja, ihr seht die Sonne, es ist zwar trotzdem kalt im Schatten, wir haben hier Mitte Dezember, aber wir sind hier nicht zum Urlaub machen, ganz ehrlich. Auch klar, es ist schön, wir sind von 6.30 Uhr bis teilweise 22 Uhr jeden Tag am Arbeiten, bis zu dem heutigen Tag. Hier haben wir jetzt, glaube ich, 8 Videos abgedreht. 8, ne? Glaube ich ungefähr. Genau. Beauftragt für ein Real Estate Video und wir haben in dem Zuge nochmal ein paar andere Unternehmen mitgenommen, die uns tatsächlich aber ehrlicherweise nicht vergüten hierfür. Nichtsdestotrotz sind dann einige Absprachen noch fürs kommende Jahr. Das bedeutet, wir bauen hier unser Portfolio aus für die Website, für YouTube, um einfach das Unternehmen einfach auch mal vorzuzeigen, denen das hinzuschicken und zu sagen, ey Leute, das machen wir, diese Branchen decken wir ab. Habt ihr Bock für das Jahr 2018 mit uns zusammenzuarbeiten? Das heißt, wir fertigen gerade unsere eigene Werbeplattform, unsere eigenen Flyer. Wenn ihr meine Website nicht schon kennt, checkt die gerne ab, www.epic-elevator.com, dann bekommt ihr mal so einen Eindruck, was ich überhaupt meine. Da habe ich auch so auf mein allererstes YouTube-Video auf Epic Elevator veröffentlicht und das ist der Kern der Reise. Das ist wirklich eine Produktionsreise. Ich will mich damit nicht irgendwie schön darstellen und sagen, ey, ich bin mega cool. Ich freue mich, dass alles, was hier entstanden ist, ich sage es euch ganz ehrlich vom Herzen, das ist entstanden durch YouTube. Hätte ich nicht mit YouTube angefangen, hätte Arne und ich nicht mit YouTube angefangen, wäre ich hier nie in diesem Zusammenhang gelandet. Und dafür bin ich abnormal dankbar. Das muss ich einfach so sagen, weil es einfach die Wahrheit ist. Denn ich wollte nie Videograf werden, das war nie der Plan. Ich wollte nie Fotograf werden, das war nie meine Mission. Aber irgendwie ist es doch, es ist doch irgendwie passiert und ich denke, ich glaube nicht an Zufall, es ist irgendwo so ein, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon, das ist irgendwo so ein Schicksalsschlag gewesen, alles passiert aus einem ganz bestimmten Grund, weswegen ich mich mir aufhalte und die ganzen Videos, die ihr sehen werdet, bald im Zuge dessen findet ihr, wie gesagt, auf dem Epic Elevator Channel zu den Vergütungen, weil ich weiß, auch des Öfteren gefragt wird, was bekommst du für die Aufträge, dadurch, dass ich natürlich das jetzt aktuell veröffentliche, was ich beruflich mache, kann ich dazu aktuell noch nicht viel sagen. Es gibt so gewisse Dinge, die will man nicht unbedingt preisgeben zu Anfang, weil es vielleicht auch noch nicht so arg viele Kunden sind, aber man muss sagen, wenn man sich in dieser Branche gut verkaufen kann, das habe ich gelernt in letzter Zeit, das ist, leider ist es sogar wichtiger als die Videografie selber. Es gibt zig, ich habe Freunde und Bekannte, die können geilere Videos schneiden, die haben geilere Skills, die haben vielleicht auch ein geileres Auge auf gewisse Szenen, aber ich habe halt in meinen letzten Jahren den Verkauf gelernt und ich mag es einfach, mich authentisch zu vermarkten, vor der Kamera, auch vor dem Kunden, und dementsprechend ist auch diese Kombination mega geil. Aus dem Grund hat mich mein Beruf ins Paradies geführt. Das ist der Grund. Ja, ich lebe ehrlich gesagt einen Traum, den ich nie geträumt habe, aber aktuell wirklich, ja, vergöttere. Und wenn du noch weitere Fragen dazu hast, wie gesagt, check den Zweitkanal ab, den findest du in der Beschreibung. Schreib gerne mal einige Fragen in die Kommentare für das kommende Q&A von Arne und mir als Beispiel. Auch vielleicht zu Thema beruflicher Natur, dann werden wir die auch gerne für euch beantworten. Und dann sehen wir uns, denke ich, schon bald im nächsten Video wieder. Und ihr seht noch einige Videos hier aus diesem Ort. Da wurde noch ganz, ganz viel produziert, meine Freunde. Bis dahin.